Willkommen zurück zum Minecraft-Abenteuer. Wir waren jetzt bei diesem netten Dorf, wo alle aus der Tür rausfallen, wenn sie die öffnen. Und da gibt es noch ein Gebäude, da war ich nicht drin, da möchte ich nochmal reingucken. Eng. Eng und leer soweit. Was ist das eigentlich für eine Tür? Die sieht mehr aus wie eine Mischung aus Eisen und Holz. Ich hatte das Texturenpaket jetzt schon eine Weile nicht mehr, deswegen weiß ich gar nicht genau. Ach so, und jetzt sieht man, ich habe das Texturenpaket eine aktuelle Version draufgeladen. Das hatte ich beim letzten Mal nicht. Und jetzt sieht man auch, dass das Holz unterschiedlich aussieht, weil es ja jetzt diese Holzplanken oder Holzbretter haben andere Farbe, wenn man sie von einem anderen Baum nimmt. Das hatten wir vorher nicht. Und hier sieht man, das wurde dann wahrscheinlich von einem Birkenbaum genommen, das ist ein bisschen heller und das ist etwas dunkler von einem normalen Baum. Und dann gibt es halt noch die Tannenbäume, die ganz dunkles Holz haben. Und dann gibt es wahrscheinlich auch ganz dunkles Holz dafür. Finde ich eine nette Idee. Kann ich da noch reingucken? Brauchen wir ein bisschen Kies. Schon schwierig hier an die Türen dran zu kommen. Na toll. Das hat sich jetzt auch sehr gelohnt. In die Kirche möchte ich noch gerne rein. Der Priester hat jetzt auch so einen anderen Umhang, das finde ich auch schön. Hier gibt es leider keine Kiste. Naja, gucken wir mal hier oben raus. Das da hinten sieht sehr nach Sumpf aus. Und da das Schneebiom. Ich wollte mal durchs Schneebiom gehen. Da gibt es auch öfter mal Wölfe. Schauen wir uns das doch dann mal an. Und hoffentlich hört endlich dieser Regen auf. Der nervt so ein bisschen. Endlich. Ruhe. Sollen wir denen noch das Getreide klauen? So, die Samen will ich nicht. Ich möchte nur den Weizen. Feuerstein. Ach Gott, ich habe so viel Müll dabei. So. Nein, weg damit. Jetzt wird es natürlich auch gleich wieder dunkel. Das macht nichts. Wir sind mutig, wir laufen weiter. Bei Nacht und Nebel. Möchte nicht ein Hund mir über den Weg laufen? Das ist ein Schaf. Ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie ein Creeper oder ein Zombie. Gehen wir etwas Schlittschuh laufen. So sehe ich jetzt aus. Witzige Rüstung. So ein Kreuz auf dem Rücken. Wir sind jetzt Kreuzritter. Im Namen des Herrn, ich schlachte dich, du Schaf.
Da ist es. Nein, tun wir nicht. Huch. Sehr hübsch. Sehe ich richtig gefährlich aus. Ah. So, jetzt hier nicht die Richtung aus dem Auge verlieren. Wir müssen hier mal wieder so einen Wegweiser aufstellen. So, aus der Richtung kam ich. Ja, hier in so einem Wald kann man sich natürlich sehr schön verlaufen. Au. Eisenschwert, drei Pfeile. Okay. Ich versuche mal nicht so sehr im Kreis zu laufen. Ich möchte ja möglichst schnell ein neues Gebiet erreichen. Wenn ich nicht vorher abgeschossen werde. Weg. Tja, das ging irgendwie vorbei. Oh, Creeper. Duh. Ich werde gleich mal was essen. Das sieht sonst nicht so gut aus. Huch, da unten ist, glaube ich, eine Höhle. Kommt keiner von links, rechts, oben, unten? Schöner Mond. Dann gibt es jetzt was zu essen. So, dann sind wir jetzt im Sumpfbiom. Und ich denke schon, dass wir jetzt langsam auch, oder auch schon längst eigentlich im neuen Gebieten sind, die wirklich vorher noch nicht geladen haben. Und deswegen hoffe ich jetzt jederzeit, den Dschungel zu sehen. Moment. Erst Creeper, dann Wegweiser. Ach, drei Creeper und eine Spinne. Und jetzt juckt auch noch mein Auge. Ah, nicht gut. Okay. Der Sumpf wimmelt ja nur so vor Kreaturen. Was ein Dreck. Ah, da hinten. Ich sehe den ersten Dschungelbaum. Sehr schön. Da gehen wir gleich hin. Ah. Wenn wir dort sind, werde ich dann noch eine Angel bauen. Denn ohne Fisch kein Ozelot.
Der Creeper verfolgt uns nicht mehr. Das ist sehr schön. So, da sieht man ihn, den Dschungel. Schöne hohe Bäume und an den Ranken kann man auch hochklettern. Ich stelle hier mal eine Fackel hin. So, da kann man dann so entlang und muss aber total aufpassen, dass man nicht runterfällt. Komme ich darüber? Au, nein, der Sprung war nicht gelungen. Aber ich denke, wir können hier mal schnell ein bisschen was aufbauen. Einmal das hier. Dann, ich wollte eine Angel machen. Den Ofen stelle ich hier auch ab. Dann kann das Eisen weiter brutzeln. Dann brauche ich gerade mal eine Kiste, weil irgendwie habe ich Kram dabei, den ich jetzt nicht wirklich akut brauche. Zum Beispiel den Kürbis, das Papier, das verrottete Fleisch sowieso nicht, Schwarzpulver behalten wir und Feuerstein brauche ich auch erstmal nicht. So. Dann werfen wir hier unsere Angel aus und hoffen auf ein paar Fische, die anbeißwütig sind. Ja, Angeln. Auch eine Tätigkeit, die ich nicht verstanden habe. Also wie man die mögen kann. Ah, hey, das hat doch angebissen. Wieso ist da jetzt nichts passiert? So früh morgens angelt sich's bestimmt am besten. Also, beiß an. Beiß an. Ich suche mir eine andere Stelle. Vielleicht nicht bei den Spinnen. Manchmal gibt es auch im Dschungel dann noch so ein paar kleine Seen. Da können wir eigentlich auch mal gerade reingehen und gucken. Oder ich nehme das da, das ist doch auch gut. Ja. Wenn ich jetzt interessante Dinge zu erzählen wüsste, würde ich das tun. Aber genau in so einem Moment fällt es mir dann nicht ein. Oh, jetzt. Ah. Unser erster roher Fisch. Schön, schön. Aber wir brauchen... Naja, ich versuche mal zwei zu kriegen. Nur falls uns irgendwie es mit einem nicht klappt. Oder unsere Katze dann stirbt oder sowas und wir nur ein zweites holen müssen. Was weiß ich. Und Nummer zwei. Oh, da hinten ist ganz viel Dschungel. Das ist toll. Da gehen wir jetzt hin. Überleg gerade Eisen. Ich nehme es mit. Ich glaube, ich lasse nur die Kiste hier. Falls wir irgendwann nochmal zurückkehren sollten. Und vielleicht habe ich da irgendwo einen Wegweiser. Im Sumpf hatte ich einen. Na, es wird schon gehen.
Also gut, für die Ocelots braucht man ein bisschen Geduld und Glück, weil sie dann doch sehr scheu sind und auch nicht so oft vorkommen. Sobald wir eins sehen, werden wir aber versuchen, es dann mit dem Fisch anzulocken. Und wenn es dann langsam auf einen zugelaufen kommt, kann man ihm den Fisch geben. Und dann sollte es einem folgen. Ich möchte gerade mal da runter. Da wieder rauf. Ich kann auch versuchen, mal so einen Baum hochzuklettern. Und es gibt hier natürlich auch sehr viele Hühner und Schweine, die mich dann gern mal ärgern, weil ich denke, es wäre ein Ozelot. Aber das sind nur Schweine hier. Nun denn, die Suche nach dem Ocelot geht dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.